Willkommen zurück zu Soul Luster. Und wir haben ja den Kampf letztens ja doch nicht gemacht, ne? Deswegen gehen wir jetzt aber hier weiter, bevor die jetzt auch noch irgendwie sich das anders überlegt. So, this is a minor gate. And we're sure it goes where the Defiler woman said it goes. Did you see any other way to get there? So we're just going to trust her. We've heard how paranoid this master is. So, are we going? Why don't you go first? If it's somewhere nice, you can come back and tell us. Okay. Ja. Wir gehen und wir nehmen hier nichts mit, bevor sie dann wieder... Ne? Wo die Akku wird. Ugh. Teleporting feels weird. I wonder what this Mardracht is like. If he forded the rift, imagine what stories he can tell. Dropping in unannounced on a paranoid recluse with untold magical powers. What could possibly go wrong? Okay, dann schauen wir uns hier mal weiter um. Gleich geht's weiter. So. Eine Falle. Okay. Lässt die Tür sich jetzt öffnen, weil die Falle deaktiviert ist? I think this slab has triggered something. Hä? Mir ist es getriggert. Die Tür. Ne. I think this slab has triggered something. I heard some kind of mechanism. Ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt hier alles, alle Mechanismen triggern. Okay, du hast eine Falle entdeckt. Der Toten. Ja, vielleicht sollte man auch mal so die Schriftrollen mal einsetzen. Gut, geht nicht. Achso. Das ist dahinter. Da ist aber noch so ein Mechanismus. I think this slab has triggered something. Okay. Können die jetzt irgendwie mitkommen? The fuck? I think this slab has triggered something. Geht die Tür zu? Ja, warum sollte die Tür offen bleiben? Ha. Geh mal darauf. Warum können wir rasten? Ups.
Es geht nicht. Kriegen den da nicht rein. I think this slab has triggered something. Gibt's einen Tipp? Denkt nach und sucht beim Erkunden nach Hinweisen. Da lang, da lang. Man ist hier, oder was? Hier hoch? Oh shit, ich hab ausgeklickt. Hier hoch, oder was? Hä? Ich hol mal alle wieder raus. Hat er keinen Zweck, ne? I think this slab has triggered something. Versteh's nicht. Some kind of mechanism. Ja, was für ein Mechanism? Kann ich oben rauf? Kein Weg zum Zielort. Okay, ich kann nicht einfach so easy da oben hin. Ja, hier sind so Pfeile. Ich soll nach Hinweisen gucken. Das ist jetzt nicht gerade hilfreich. Hier haben wir irgendwie Treppe. Das läutet halt auf, ne? Aber, also müssen wir es beleuchten, oder? Dann müssen wir es angreifen? Ne. Aber es leuchtet halt auf, ne? Oder ist es eine Art Uhr? Nee. Also eine Art, wie man gehen muss, oder wie? Vielleicht ist hier auch noch was an der Wand. Nee. Ich verstehe nicht. Also ganz ehrlich, ich verstehe dieses Rätsel nicht. Vor allem hier musst du hoch. Aber hier musst du gleich wieder in die andere Richtung. Ich finde es ganz cool, dass ich hier auch mal so ein paar Rätsel einbaue. Also das ist jetzt nicht so unbedingt das, was ich so negativ angreife. Ich bin teilweise Kämpfe ein bisschen fieser balanced hier in dem Spiel, deswegen
Finde ich so ein Rätsel mal ganz cool, wenn die das hier so einbauen. Hat ja auch durchaus was von Pen and Paper. Aber es ist trotzdem so, dass ich da ein bisschen frustriert gerade bin, weil dieses Rätsel einfach so nichts aussagend gerade ist. Ich guck mal kurz lesen. Hier haben wir noch Sachen zum Herstellen. Aber ich weiß halt nicht. Jetzt habe ich da drauf, jetzt stehe ich da drauf, dann ist hier irgendwie noch so ein Pfeil. Gehe nach hier und dann, ja, okay. Und jetzt? Was jetzt? Und wenn ich mich jetzt hier rauf stelle. Dann geht hier die Tür auf. Ach nee, er stand. Ah, okay. Nee, nee. Wer ist. Du bist noch nicht. Nee, doch, du hast die Tür hier. I think the slab has triggered something. Nee. Du, genau. Das ist ja so. Okay, vielleicht hier. Warte, nein. Hier rauf. Darauf. Ach so. Oh. Aha. 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 Jetzt können alle durch. Jetzt können alle hier hin. Okay. Warte, jetzt können hier alle hin. Ja, das. Ja. Please, mach das. Du bist. Ihr seid alle doof, ne? Ihr seid alle komplett doof. So, jetzt können hier alle hin. Weil ich das hier freigemacht habe. Okay. Okay, es ist. Es geht langsam, es geht langsam voran bei dem Rätsel. So, du auch durch. Und du da auch in den Raum. Es könnte vielleicht die entscheidende Lösung sein. Hm. Four slabs for the four of us. Das glaube ich nämlich. Okay. Können wir da jetzt auch wieder runtergehen und dann passiert nichts? Oder? Ja, okay. So, jetzt haben wir Folgendes. Zwei Teleporter. Hier ist ein Pfeil drauf. Und hier ist eine Treppe. Wenn ich jetzt einen hier reinschicke. Okay, da müssen alle rein. Das okay. Okay, diese Teleporter funktionieren nur, wenn alle drin sind, ne? Achso, das ist kein Teleporter. Das ist jetzt. Okay, das leuchtet jetzt. Mit dem Pfeil nach da. Okay. Und dann können wir hier das anmachen. Die Treppe. Die Treppe. Okay. Hä? Jetzt sind wir hier. Ich verstehe nicht. Okay, kriegen wir auf. Jetzt haben wir hier einen Geist. Oh shit, wir haben versucht was zu looten. Das dürfen wir nicht. Das ist ganz gemein. So, ich hoffe mal, dass der Geist jetzt aber nicht irgendwie so Aktionen macht wie. Ne, also so Aktionen macht wie wie jetzt hier, naja,
dass er sich heilt im Dunkeln oder sowas. Ich habe jetzt hier einfach das mal. Er kann durch Gitterstäbe schlagen. Ja. Also es wird auch immer merkwürdiger. Aber Gott, er kann das. Leuchtet jetzt, ne? Allgemein oder nicht? Weiß ich jetzt nicht. Oh, kritischer Treffer. Aber das ist doch ein Kampf, der schon ein bisschen besser funktioniert, ne? Ja, ich komme halt nicht zu ihm hin. Das reicht da aus, aber das ist kein Problem. Aber normal ist ja egal. Sieg in ganzer Linie. Prachtvolle Schuppenrüstung, holy shit. Ich wollte ja nochmal gucken, was dieses andere... Ach nee, das habe ich ja nicht gelootet, weil Daniel die seine Fotze da angegriffen hat. Oh nein, oh. Ich habe ein böses Wort gesagt. Ritter 14 gesetzt. Wie sieht's bei ihm aus? Geht nicht? Hier? Ist genau dasselbe, ne? Aber wir rüsten das mal aus. Oder? Guck mal, das sieht ein bisschen stylisch aus. Ja, komm, machen wir das so. Meine Lederrüstung. Warte mal, Lederrüstung kann eher vielleicht Leder nehmen? Auch nicht. Okay. Ja, dann lassen wir das so. Achso, Moment, da. I heard some kind of mechanism. Ich glaube, da muss wieder jemand stehen bleiben. I heard some kind of mechanism.
Nee, runter? Nee, wir gehen mal dahin. Wir gehen mal alle dahin. Weil da ist irgendwie ein Pfeil nach da. I think we took a wrong turn. Okay. The wrong turn. The wrong turn of Turnigkeit. Ah, die Treppe war ja scheinbar richtig, ne? I guess we need to reset the teleporter. Was? Wieso müssen wir den resetten? Ach, scheiße. Weil nicht anklickbar. Okay. So. Wir sind da mal hier reingegangen. Und das hat ja funktioniert. Dann gehen wir mal hier hin. Und dann gehen wir dahin, nach unten. Ich glaube nach oben, ne? Wenn ich mir das so angucke. Nach oben? Und wenn das so in den Uhrzeigersinn geht, ne? Oder nach da. Also quasi. Na, das ist super schwierig. Wir nehmen mal hier den nach oben. I heard some kind of mechanism. Es hat funktioniert. Eventuell. Eventuell müssen wir jetzt den nehmen. Würde auch sonst keinen Sinn machen, weil den können wir ja nicht mehr benutzen. Okay, dann machen wir das. Und jetzt eventuell den hier. Vielleicht? I think this slab has triggered. Something. Okay. Hat das jetzt was bewirkt? Scheinbar nicht, außer dass wir uns irgendwie alle in eine andere. Richtung teleportiert haben. Gruppe schlägt vor 13 Stunden ihr Lager auf. Das geht. Natürlich geht's nicht. Wir sind alle irgendwie auseinandergesplittet. Wie kommen wir jetzt wieder zusammen?
So, ich kann hier, warte. Oh, Moment, ich muss den hier... Ja, warte, ich muss ihn hier nochmal retten. Der Knopf hier wahrscheinlich ist es, oder? Ja, okay. Damit haben wir die Tür geöffnet. So, alle bitte hier oben hin. Dann können wir theoretisch mal richtig hart rasten. Ich weiß, das ist ein bisschen doof, weil... Ne, aber ich glaube, würfeltechnisch aufladen, why not? Wir verbrauchen natürlich wieder Rationen, ne? Ah ja, und wir können leveln. Okay, ja, erhöht auf plus 3, Bungsbonus. Okay. Ja, keine Ahnung, automatisch, da werden schon ein paar coole Zauber mit ausgewählt. Sturmausstieg. Extra Angriff. Cool. Zauber vergessen. Wähle ein Zauber zum Vergessen. Warte, wen haben wir denn jetzt gewählt? So, da steht dann so ein X immer, okay. Welchen Zauber haben wir jetzt hier gewählt? Achso, lass vorerst den Computer entscheiden, aber ich kann es ignorieren, okay? Ich kann auch einfach keinen Zauber vergessen. Das ist komisch. Warum das so ist? So, jetzt haben wir die zumindest mal alle gelevelt. Du hast die vorhin im Merkmale wiederhergestellt. Zauberplätze. Keine Erholung, alles schön. Mehr Würfel zum Würfeln. Er hat jetzt einen X-Gegsten, aber trotzdem haben wir... Ne? So. Und jetzt gucken wir mal weiter. Das hat ja irgendwie so semi-gut funktioniert. Ne, das hier hat so semi... Wobei, das ist ja immer noch aktiv. Wir können immer noch weitermachen. Wir können mal hier reingehen. Ändert sich nichts. Oder hat sich was geändert? Ich weiß es nicht. Da, jetzt ist Pfeil nach oben, okay. Und jetzt können wir... Okay, jetzt können wir noch hier den Pfeil nach unten machen. Das müsste ja erst klappen, ne? Okay, hat funktioniert. Das ist da irgendwie so ein Portal. Okay, cooles Rätsel. Also... Gutes Rätsel im Sinne von, dass es durchaus machbar ist, auch wenn man es nicht richtig versteht. Es ist machbar. Das finde ich gut. Dass es halt nicht so ein Rätsel ist, wo du dich wirklich so, ah, fucking hell. Du musst wirklich exakt immer alles so, ne, machen. Und hier ist so, du kannst dir vielleicht auch mal teilweise Fehler erlauben. Scheint ganz gut zu funktionieren. Jetzt ist das ja offen, jetzt kann man da durch. Ich denke mal, das Rätsel ist gelöst, oder? Aber, also das hat wieder Bock gebracht. Also da muss man ehrlich sagen, das, so muss es eigentlich sein. Nicht so dumme,
Kämpfe, die halt eben unmöglich sind zu machen, zumindest in meinem aktuellen Status, sondern auch mal so Situationen, so Kämpfe, die durchaus machbar sind, vielleicht ein bisschen herausfordernd, aber machbar sind. Und vor allen Dingen auch so coole Rätsel, die aber auch gut umgesetzt sind, so wie dieses Rätsel. Dann ist es gut, aber ich habe teilweise das Gefühl, dass manche Kämpfe irgendwie nicht richtig balanced sind. Deswegen, ja, weiß ich auch nicht. Und dann haben wir natürlich noch diesen komischen Bug, der da im Hintergrund bei mir lauert, der halt scheinbar Safe-Game-relevant, also der im Safe-Game mit drin ist, weil mittlerweile gab es ja auch schon Patch. Ich weiß nicht, wogegen der ist, wogegen der Patch ist oder ob der irgendwelche Fehler behoben hat oder was auch immer. Zumindest gab es irgendwie einen größeren Patch, aber das Problem, dass wenn ich die Pen and Paper das Regelwerk ändere, existiert immer noch. Also das liegt scheinbar wirklich am Safe-Game oder ist irgendwie im Safe-Game drin gespeichert, dass ich das nicht machen kann mehr. Weil da irgendwie ein Bug ist oder sowas. Ich will mein Safe-Game jetzt auch nicht aufgeben, zumindest momentan noch nicht. Deswegen, man muss halt gucken, ne? Man muss jetzt halt schauen, wie das jetzt ist, wie man da jetzt weitermacht. Und wir werden auch mal sehen, wie die weiteren Kämpfe so verlaufen. Ich sag mal so, also wenn die Kämpfe irgendwann mich so hart frustrieren, wenn das so unmöglich wird einfach, und ich hoffe das wirklich nicht, weil ich finde das Spiel eigentlich eine richtig gute Idee, dann weiß ich nicht, vielleicht breche ich das auch ab. Aber weil wenn wirklich solche Kämpfe, wie die wir vorher hatten, so mit dieser komischen Tussi da, die dann da die ganze Zeit sich im Dunkeln heilt, und wenn es dann hell ist, die auf einmal auf die Idee kommt, so einen komischen Nebel der Dunkelheit zu machen, wo sie sich dann auch wieder drin instant heilt. Wenn das quasi, das so die Standardkämpfe sind, die dann eben häufig auftauchen, dann muss ich ehrlich sagen, habe ich dann auch irgendwann keinen Bock mehr auf dieses Spiel, weil das dann halt auch ein bisschen zart ist. Und ja, man kann mir vorwerfen, dass ich vielleicht ein bisschen zu schnell aufgebe in der Situation oder vielleicht nicht so die Expertise in Pen and Paper, aber was ich durchaus habe, also so ist ja nicht. Aber ich sag mal so, Divinity kriege ich auch hin. Divinity ist auch ein Spiel, wo man sagen kann, das hat Pen and Paper Anleihen, auch wenn man jetzt sagen muss, dass das Spiel durchaus noch ein bisschen stärkere Anleihen hat. Und das kriege ich ja hinzuspielen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt das schwere Ding. Macht auch durchaus Spaß, definitiv. Vor allen Dingen, finde ich, ist da offensichtlich ja auch mit den Waffen, dass du da Verbesserungen hast und so. Hier bekomme ich eine Waffe und die hat genau dieselben scheinbar Stats wie das, was ich am Anfang habe. Und es gibt einfach keine Änderung. Und da frage ich mich einfach, woran erkennt man denn, dass ich jetzt eine Änderung habe und sowas? Das erkenne ich bei dem Spiel jetzt nicht, weil wenn ich eine Waffe bekomme, die anders heißt, aber 1,6 Schaden macht und meine Anfangswaffe 1,6 Schaden macht, was ist denn jetzt an dieser Waffe, die anders heißt, die irgendwie komplett special sein soll, jetzt anders? Wo unterscheidet sich der Schaden? Das verstehe ich nicht. Weil das da nicht steht, soll man das jetzt riechen? Soll man das raten? Weil das finde ich okay, aber geht halt echt ein bisschen zu weit, weil selbst in richtigen Pen-and-Paper-Session man das so nicht macht. Ne? Da macht man das auch nicht, dass man dann irgendwie ein W6 Schaden macht diese Waffe. Und du bekommst jetzt eine neue Waffe, die ist besser, aber die macht auch ein W6 Schaden. Also sie ist besser, weil sie mehr Schaden macht, aber sie macht 1W6 Schaden. Woher weißt du jetzt, dass die Waffe stärker ist, wenn sie 1W6 Schaden macht, so wie die vorherige Waffe, aber trotzdem mehr Schaden macht? Und ich habe das Gefühl, dass es in dem Spiel hier genauso ist. Und das finde ich doof. Weil wenn das nicht so ist, dann muss ich sagen, finde ich es trotzdem doof, dass man halt einfach nicht ständig Verbesserungen bekommen. Ich bekomme eine Rüstung und da merke ich sofort, geil. Nee, ich bekomme eine Rüstung, die entweder genau denselben Wert mir boosten, oft mit auch denselben, also quasi den Stärke oder was weiß ich, was Intelligenzwert boosten, plus dann auch wirklich denselben Wert. Oder halt eben Rüstungsteile, die halt eben schlechter sind, aber auch immer denselben Wert und die Anzahl eben genauso boostet. Und dann habe ich das Problem halt einfach, dass egal welche Rüstung und welche Waffe ich bekomme, ich einfach von Anfang an weiß, das Ding wird doch sowieso nicht besser sein als das, was ich habe. Und vielleicht kommt es irgendwann mal, dass das doch so ist. Und dann wirft man die irgendwie weg aus, ja, weiß ich nicht,
aus, ja, war mal so gewohnt, das ist Gewohnheit. Und dann hast du ein Problem. Das ist doof. Ich hätte hier gerne lieber, dass sie dann, okay, ich finde es cool, dass sie dann da irgendwie ein W6 Schaden dann da stehen haben oder sowas. Aber ich fände es auch cool, wenn man irgendwie eine Möglichkeit hat zum Einstellen, dass man einfach den normalen Schaden, so den von bis Schaden einfach da einblenden kann. Für die, die es extrem haben wollen, gibt es dann die Einstellung, dass man das quasi nicht hat. Und für die, die es gerne haben wollen, eine Einstellung, dass man dann diesen von bis Schaden dann irgendwie einsehen kann. Weil dann hat man da zumindest irgendwie mal einen Ansatz von, also eine Idee von, kann denn dies jetzt besser sein, trotz 1W6 Schaden? Ne? Das ist halt so ein bisschen, was mich so momentan hart verwirrt an diesem Spiel, dass ich halt einfach keine Verbesserung sehe. Gut, durch ein Level-Up schon, aber nicht durch Waffen und Ausrüstung. Vor allen Dingen, weil ich eh so andersweise gefühlt immer dasselbe bekomme und dann immer so Crafting-Materialien schön und gut, aber es ist halt ein bisschen vor. Wir sehen weiter. Wenn das Spiel wirklich so hart irgendwann wird, was ja auch durchaus richtig ist, was ja durchaus sein muss, aber ich einfach keine Verbesserung sehe, weil ich entweder zu dumm bin, das zu checken, weil es dann für mich dann auch zu hoch ist, oder weil es einfach wirklich nicht so ist, dann breche ich das ab. Das sage ich schon mal im Voraus. Und ja, dann kann es sein, dass ich vielleicht nicht der Typ bin für so eine krasse Art von Spiel, aber dann bin ich das halt eben nicht. Aber ich habe mir halt gedacht, das wäre ich. Und bis jetzt habe ich immer noch das Gefühl, das bin ich auch, weil ich ja Pen and Paper und die Regeln alle verstehe. Das ist jetzt ein bisschen labernd noch am Ende. Ja, ich höre gleich auf. Aber vielleicht ist es auch nicht so. Vielleicht ist das einfach überextrem. Vielleicht ist es einfach zu hoch für mich. Vielleicht ist das schon eine Stufe weiter, als ich es bin. Weiß ich nicht. Kann ja sein. Wir werden aber weiter sehen. Noch sehe ich da jetzt nicht so krass das Problem. Aber eventuell wird es doch kommen. Also, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ich habe jetzt genug gelabert. Das Spiel haben wir auch gespeichert, sehe ich hier gerade. Wobei ich das sicherheitshalber nochmal mache. Ich habe so viel gelabert, dass ich quasi die letzten Minuten vergessen habe. Kurzzeitig Gedächtnis vorne bin, ne? Haut rein. Tschüss.